Paul Richter und Gino Meyer führt jetzt der katastrophale Start in eine Urlaubsreise auf einen Parkplatz nach Weidenpesch. Hi, haben Sie angerufen? Tag zusammen. Die Dame hat angerufen. Ja, hab ich schon gesehen. Ihnen ist was gestohlen worden, oder was? Genau, meiner Tochter. Also ja. Unser Flug wurde abgesagt, deswegen müssen wir mit dem Bus hier fahren. Oh. Ja, und wo soll es denn überhaupt hingehen? Nach Spanien. Okay. Ja, ich wollte meine Jungs, lass die Flasche mal gerade am Boden rausholen. Ich habe die eigentlich schon reingetan mit dem Busfahrer. Und, in die Klappe, und das kann er bestimmt auch bezeugen. Also wir haben die auf jeden Fall reingeräumt. Ja, Tasche ist weg. Während Mutter und Tochter die Partytruppe in Verdacht haben, macht der Busfahrer Stress. Er muss bei der Tour nach Spanien seinen Zeitplan einhalten. In die Tasche unten rein in den Bus, wieder raus, weil Buch rausholen wollten. Und dann, wie sah die Tasche denn aus? Ja, die war türkis. Da ist auch so ein Anhänger dran, eigentlich ziemlich auffällig. Kann man eigentlich nicht übersehen. Okay. Das ist so eine Fledermaus. Ja. So ein Fledermaus-Anhänger mit drin. Genau, mit dran. Also türkis war eine Tasche, okay. Genau, ja. Dürfte ich dir mal einen Ausweis? Ja. Jungs, So, das Ding raus, ist die Musik schon mal weg, ne? Den kriegt er dann wieder, wenn wir fertig sind, okay? Ja. Ihr müsst mich nur mal dran erinnern. So, was sagen Sie? So, habt ihr die Tasche von der jungen Dame denn gesehen? Irgendwie habt ihr mitbekommen, dass die verschwunden ist? Keine Ahnung, was mit der ist. Was wollen wir mit Weiberkram? Weiß ich schon, Jungs. Ihr seid ja stramm wie fünf Matrosen. Das sind ja noch andere Sachen. Von der Ansage der Beamten lassen sich die drei Partyfreunde wenig beeindrucken. Im Gegenteil, jetzt drehen sie erst richtig auf. So, jetzt hör mal auf, die Leute anzupacken. Mensch! Locker. Ganz einfach. Es ist langsam Schluss hier mit lustig. Jetzt. Ja, Jungs? Da kann ich überhaupt nicht allein, wenn mir hier einer an der Waffe greift. Ja, ne? Guck mal. Aber die Flossen da oben. Hey, das ist meins. Sag ich mitgehen. Hey. Hey. Die ist doch nur zum Feuerwerk machen, Mann, Leute. Stellt sich heraus, dass es sich hier um eine PTB-Waffe handelt, also eine Schreckschusspistole. Leicht zu erkennen an der Mündung. Da sind bestimmte Blockaden eingebaut. Darüber hinaus hat die auch eine Seriennummer, man kann das sehr gut ablesen. Das ist ein verbotener Gegenstand, beziehungsweise stellt hier einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Und mit dem Hintergrundwissen, dass die hier das deutsche Inland verlassen wollen, haben wir die natürlich davor bewahrt, hier weiter auf die Nase zu bekommen. Denn wenn sowas im anderen Land passiert, sieht es wahrscheinlich ernst aus. Ja. Du kannst doch nicht so ein Ding im Hosenbund durch die Gegend tragen. Da muss ja irgendwie bei dir klingeln, dass das nicht die cleverste Lösung ist, wenn ich besoffen in einem Reisebus sitze und über verschiedene europäische Grenzen fahre mit einer Knarre am Hosenbund. Ja, keine Ahnung. Ich aber. Nach der Leibesvisitation der drei Betrunkenen macht sich Gino Meyer auf die Suche nach der gestohlenen Tasche. Dabei findet er eine Spur der Verwüstung. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Ich tippe mal darauf, dass die Jungs hier hinten gesessen haben, hä? Ach du Himmel, wie sieht er denn da aus? Haben Sie noch gar nicht gesehen hier hinten? Nein. Schön Fritz, Flips und Bier und boah, hier riecht es auch nach Sprit, ey, das ist echt eklig. Okay. Aber die Tasche ist hier hinten nicht. Ich würde mir dann noch mal überlegen, ob Sie die drei mitnehmen wollen oder nicht. Na? Wer sich aufführt wie eine Wildsau, auf gut Deutsch gesagt, der muss damit rechnen, dass er von der Fahrt ausgeschlossen wird. Ne? Ja, ich werde noch mal mit denen reden, mit den Jungs. Können sich dann ja irgendwie ein Taxi nach Spanien nehmen oder was? Gehen Sie noch mal nach vorne einmal durch. Gut, dass ich Sie treffe. Ja. Können Sie bitte einmal kurz mitkommen? Ich habe da hinten eine herrenlose Tasche gesehen. Eine Tasche? Ich weiß nicht, ob da irgendeine Bombe oder sowas waren Sie mal gerade. Herrenlose Koffer oder Taschen sollte man grundsätzlich nie selbst untersuchen, sondern immer die Polizei informieren. Schau mal rein. Seien vorsichtig, wenn Sie aufmachen. Nicht, ja, das dann bleiben Sie zurück. Danke. Gehen Sie erst mal ein paar Schritte danke, zurück. Sie mir das sagen. Aber da gehe ich jetzt mal nicht. Was. Ja, ja. Ist irgendwas Auffälliges drin? Nee. Handtücher habe ich gerade gesehen. Und der Anhänger ist. Ja, genau. Ja. Das ist Gott sei Dank. Zurück.
schön. Ja, die ist gerade oben am Bus geklaut worden. Okay. Vielen Dank. Dann gehen wir einmal kurz hin. Super, ja, aber trotzdem gut reagiert. Ne? Also, okay. Haben wir andauernd so Probleme. Kurzen Ausweis für mich. Also ich hab jemanden dabei gesehen, aber ob der die abgestellt hat, das weiß ich nicht. Wie sah der jemand denn aus? Das war ein junger Mann mit einem roten T-Shirt. Ein junger Mann mit einem roten T-Shirt. Dunkle, helle Haare. Halt nicht, wie groß ungefähr? Dunkle Haare, etwa ihre Größe. Okay. So kleiner vielleicht. Der Nagi wies darauf hin, dass er eine Person bei der Tasche beobachten konnte, mit einer ganz genauen Beschreibung sogar. Als wir dann aber zurück zum Bus kamen, stand beim Busfahrer eine Person, auf die diese Beschreibung hundertprozentig passte. Ja, da mussten wir natürlich erstmal ran. Hallo. Guten Tag, junger Mann. Kommen Sie mal zu uns. Kommen Sie einmal zurück. Was machst du hier? Marc, was machst du hier? Ich wollte nur Tschüss sagen. Tschüss? Ja. Die geht doch in Urlaub. Ganz kurze Frage, weil momentan stehen Sie im Tatverdacht des Diebstahls. Wer ist er? Ich habe vor 2 Wochen unsere Beziehung beendet. Also eine Ex-Freundin. Meine Ex-Freundin. Genau. Wir waren 1 Jahr zusammen. Ja. Was machst du hier? Ich wollte Tschüss sagen. Tschüss, aber meine Tasche war weg und du wurdest in der Nähe anscheinend gesehen. Was soll das? Soll ich dir die Tasche abnehmen? Woher weißt du das? Verstehe ich auch nicht. Komm, Butter bei der Fische. Was ist hier am Bach? Oh, Sina. Ich hab's gesagt, ich wollte dir jetzt Tschüss sagen. Tschüss sagen. Was mit der Tasche ist, weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Okay, sollen wir den Herrn Nagi noch mal dazu holen? Vielleicht kann er ihn dann direkt identifizieren. Ja, Sie wurden ja eben anscheinend von einer anderen Person gesehen, wie Sie an der Tasche rumgefuchtelt haben. Also Sie können ja jetzt was zu sagen oder sagen nichts dazu. Holen wir Zeugen machen und eine Gegenüberstellung, dann wird der sagen, dass Sie das waren und dann gibt es eine Anzeige. Ganz einfach. Wenn Sie auf Bock haben, mir ist das egal. Okay, dann hau ich raus. Was wollen Sie? Erzählen Sie mal. Es war ich. Also doch. So, mein Plan war es, dass du nicht in Urlaub kommst. Ich wollte dir eine Tasche nehmen und den Helden spielen. Marc, du weißt ganz genau, dass wir voll wenig Geld haben. Jetzt können wir einmal in Urlaub fahren. Und dann ich habe mein letztes Geld zusammengekratzt, nur dass wir zwei in Urlaub fahren können. Und du hättest es jetzt vermasselt. Ja, das kleine war Entschuldigung, wäre vielleicht nicht mal die beste Idee, oder? Ich weiß, aber es tut mir leid. Ich hätte das für dich getan, Sina. Der junge Mann hatte gehofft, dass seine Ex-Freundin den Verlust der Tasche erst in Spanien bemerkt. Er wollte ihr daraufhin heldenhaft nachreisen, um ihr das verlorene Stück zu bringen. So, wollen wir uns einmal lösen, weil sonst können Sie wirklich nicht mehr mitfahren. Dann hat sie mit dem Urlaub erledigt. Ja, ich will noch kurz hier, Marc, wir können dann packen Sie die Tasche gerne noch mal rein. Reden nach dem Urlaub, ja. Aber also das tut mir leid, wirklich, war nicht die beste Idee. Ja, unserem Taschendieb hier, dem Marc Lohse, da werden wir auf jeden Fall eine Strafanzeige gegen schreiben, wegen Diebstahl. Ob letztendlich was dabei rauskommt, entscheidet der Staatsanwalt. Wir haben hier keine rechtswidrige Zueignungsabsicht eigentlich, aber es soll der Staatsanwalt entscheiden.